Hey, ich war morgen mit ein paar Freunden an den See. Magst du mit? Ah, danke, aber ich habe morgen schon ein Date mit Max. Max, der Typ vom Café? Ja, also gestern dachte ich mir, jetzt oder nie, und habe ihn endlich angequatscht. Nee, das hast du dich getraut. Ja, und es kam total gut bei ihm an. Hey, das ist wie mein Praktikum in Frankreich. Hä? Naja, ich kannte Marcel überhaupt nicht und wollte aber unbedingt eine Schnitzeljagd für Kinder anbieten. Und es hat ewig gedauert, bis ich mich mal getraut habe, das meiner Chefin vorzuschlagen. Aber irgendwie wusste ich auch, hey, ich kann voll gut mit Kids und es kann nur cool werden. Und als ich ihr dann endlich von dem Projekt erzählt habe, da war sie total begeistert. Naja, seitdem weiß ich, man muss an sich glauben. Und deswegen habe ich Max gestern einfach geküsst. Geküsst? Hey, in Marseille hat sie richtig Selbstvertrauen gekriegt. Selbstvertrauen zu gewinnen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein, ermöglicht es, Unsicherheiten und Ängste zu überwinden, besser überzeugen zu können, weniger durch Kritik verunsichert zu werden, Risikobereitschaft zu entwickeln.